So, liebe Freunde, da sind wir auch wieder da. Ich habe mal offscreen ein bisschen gefarmt, bis die, sag gleich, diese Sensoren hier alle waren. Und jetzt bin ich mal in den Bereich zu Kasumi geflogen, wo wir hier den Erinnerungsdiebstahl machen können. Und ich würde sagen, dann landen wir mal und schauen, was uns da erwartet. So, Kasumi helfen. Umlaufbahn anfliegen. Und landen. Sie machen wirklich was her, Mr. Solomon Gunn. Hawk wird gar nicht mitkriegen, was ihn erwischt hat. Solomon Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-Systemen. Genau solche Leute respektiert Hawk. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange Sie mit ihm nicht übers Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Okay. Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hawk ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Klingt nach einer ganz netten Person. Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Unser Freund Hawk gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren, mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hawks Tresorraum, irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen KGs Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Das ist kein einfacher Raub. Sie haben hart an dieser Sache gearbeitet. KG muss Ihnen viel bedeutet haben. Ist das so offensichtlich? KGs Greybox enthält viele unbezahlbare, persönliche Erinnerungen. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Aber das Geheimnis, das er entdeckt hat, ist gefährlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich sie nicht hergebracht. Das dürfte interessant werden. So ist es gedacht. Wir sind da. Nach Ihnen, Mr. Gunn. Moment bitte, Sir. Es scheint da ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Solomon Gunn. Sehr angenehm. Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Sie können passieren, Mr. Gunn. Und entschuldigen Sie bitte. Aber Ihre Begleiterin muss ich bitten, draußen zu bleiben. Das verstehen Sie hoffentlich. Würden Sie mir erklären, warum meine Freundin draußen bleiben muss? Etwas an Ihrer Freundin gefällt mir nicht, also bleibt sie draußen. Ganz einfach. Ja, gut. Wenn Sie sich dann sicherer fühlen, kann sie natürlich draußen warten. Es freut mich zu hören, dass es kein Problem gibt. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Irgendeine Idee, warum er sie weggeschickt hat? Nein. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann's ihm nicht mal verdenken. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass Sie jetzt sämtliche Gespräche führen müssen.
Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Wir halten Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Es hat jetzt keiner gesehen. Und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Okay, das ist wie ein Banküberfall. Wie haben Sie bloß die Lage auf Aleph in den Griff bekommen? Ach das, ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen Druck und bumm, erledigt. Das ist doch mega schön hier. Ich dachte schon, das Gesindel würde ihn ewig zu schaffen machen. Okay. So viel cool. Das ist ja mal nice. Hätte ich echt viel Geld, dann würde ich mal sowas auch machen lassen. Was halten Sie von diesem Archangel? Durch ihn ist es zu teuer geworden, auf Omega Geschäfte zu machen. Aber angeblich haben sich jetzt Söldnertruppen zusammengetan, um etwas gegen ihn zu unternehmen. Wow. Der Ausblick. Okay. Aber können wir da beide unmöglich rausschleichen, als es hermetisch abgeriegelt. Ich habe mal Dienst, die würde das Thema zulassen. Okay. Chief Rowe, huh? Die scheint ziemlich hart zu sein. Wenn wir den Funkverkehr der Wachen anzapfen, bringt uns das vielleicht nützliche Informationen. Ja, und wie genau soll man das. Kann man hier schwimmen? Kann ich hier rein? Nee. Mr. Hawks Tresorraum soll ja ganz exquisit sein. Wer sagt das? Er lässt doch keinen auch nur in die Nähe. Sagen Sie mal, was ist das da drüben? Hawks Schlafzimmer, glaube ich. Wow, wie heißt sein Architekt? Das ist alles ziemlich beeindruckend. Zumindest ist es ziemlich groß. Ja, das kann man wohl sagen. Also, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, dort zu wohnen. Quatsch mal mit dem. Hawks Privaträume sind ohne spezielle Freigabe nicht zugänglich. Ich möchte zu gerne da rein, aber zuerst müssen wir uns den Tresorraum ansehen. Fische. Schaut so ähnlich aus wie das, was wir haben. Okay, dann wäre das alles. Da geht's zu einem Sicherheitskonto. Man sagt, Commander Shepard sei noch am Leben. Wirklich. Oh bitte, das ist doch bestenfalls Wunschdenken. Ihr wisst auf jeden Fall nicht, wie ich aussehe, weil ich stehe gerade nebenan. Okay. Ja, dann gehen wir da hinten mal nach unten. Bringt. Ist das klug? Sehr hübsch. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Arsch. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Kinetische Barriere. DNS-Scanner. Vermutlich aus der EX-700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Für das Stimmenschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hawk ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. DNS? Kinderspiel. In Hawks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. KG würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. An die Arbeit. Also, gerade das mit dem Strom müssten die Leute ja dann doch mitkriegen, oder nicht? Okay. Also müssen wir mit ihm da mal quatschen. Wenn es sein muss. Na, da vorne steht er ja. Was ist mit deinem Gesicht? Es ist so bleich. Naja, gut, quatsch mal mit ihm mal. Da ist er. Sie müssen nur dafür sorgen, dass er lange genug redet, damit ich eine Stimmprobe nehmen kann. Lassen Sie Ihren ganzen Charme spielen, Chip. Wenn Sie soweit sind, geht's los. Sexy Lion sein? Okay. Nach Ihnen. Mr. Gunn, ich hoffe, es gefällt Ihnen bei mir. Hoffentlich hat die kleine Szene an der Tür Ihnen nicht den Abend verdorben. Ich kann die Sicherheitsmaßnahmen ja verstehen, aber wer würde es wagen, in Donovan Hawks Haus einzubrechen? Gunn, unsere Branche lockt bestimmte Elemente aus Ihren Löchern.
Nur wenige wissen, was wir alles tun müssen, um die Barbaren auf Distanz zu halten. Die Leute von heute wollen Bequemlichkeit, Unterhaltung, Liebe. Sie begreifen nicht, dass die Galaxie ein empfindliches Konstrukt ist. Sie müssen sich nämlich nur um ihren unmittelbaren Luxus kümmern. Und warum? Weil Leute wie ich und Sie all die schrecklichen Dinge erledigen, damit die Galaxie sich weiterdreht. Diese Party ist für uns. Die Putzkolonne. Die Garanten für die trügerische Illusion in der Galaxie herrsche Frieden. Möge es immer einen Markt für unsere Güter und Dienstleistungen geben. Jetzt haben Sie ihn aber wirklich zum Reden gebracht. Wir haben genug für eine Stimmprobe. Lassen Sie ihn gehen. Genießen Sie die Party, Mr. Gunn. Sobald wir das Passwort haben, kommen wir damit an dem Stimmscanner vorbei. Okay. Ah, schade, man kann ja nicht nach oben. Warum war das jetzt vorbildlich? Umgehen. Ich werde mal ganz kurz hier speichern. Okay. Keine Frage. Bin bereit, wenn Sie es sind. Ja, ich bin's. Oh shit, das ist sowas. Da wird schon schief gehen. Widerstand. C und das. Das war einfach. Oh, was? Warum? Wir dürfen hier nicht rein. Ich habe eine Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Ich habe dasselbe Problem. Hier gibt es so viele Passwörter. Da kennt sich keiner mehr aus. Das Wort für heute Abend lautet Perugia. Das ist nicht mal leicht zu merken. Ist aber kein Problem. Durch den Stimmscanner kannst du sowieso nur gut mit dem Passwort was anfangen. Okay, das ist ziemlich fahrlässig. Das Passwort lautet Perugia. So hieß der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat. Hübsch. Echt? Ich habe Ihre Funkanlage angezapft. Ich glaube, wir kommen an der Wache vor den Privaträumen vorbei. Sagen Sie ihm, dass Chief Rosie schickt. Und jetzt nehme ich Hocks Stimmprobe und... Geschafft. Jetzt können wir den Stimmscanner austricksen. Okay. Das läuft alles ein bisschen zu gut. Vor allem, dass Hook jetzt da nichts mitkriegt. Haben Sie schon gehört? Santiago hat diese Raffinerie Soria übernommen. Er ist ein großartiger Geschäftsmann. Ah, die Kunst ist aber auch irgendwo Geschmackssache. Gut, hey, du bist gesucht. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Das war Mr. Hook, ne? Hawk hat mir die Genehmigung zum Betreten erteilt. Hawk kennt die Vorschriften. Sie kommen nicht rein, solange mein Kommandant es nicht genehmigt. Genießen Sie die Party. Privaträume. Da müssen wir rein. Dort ist die Chance am größten, DNS von Hawk zu finden. Kann ich mit dir nochmal quatschen? Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste und mit wessen Genehmigung? Ich habe die Genehmigung von Chief Rowe. Okay, eine Sekunde. Chief Rowe, Samuels. Haben Sie eine Zutrittsgenehmigung für Mr. Hawks Privaträume erteilt? Sie dürfen rein, Samuels, und belästigen Sie mich nicht mehr. Verstanden. Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Okay, Sie können reingehen. Genießen Sie die Party. Gott sei Dank ging das jetzt. Oh. Das sieht aus wie XXL-Hintern. Hätte ich mir jetzt nicht aufgestellt. Das mit dem Wasser da an der Wand ist geil. Wie pflegst du das, dass das immer so sauber ist und hier nicht Algen ansetzen? Andererseits, wenn du das Geld hast, sowas zu machen, interessiert dich das wohl kaum. Da gibt es dann Leute, die sich um das kümmern werden. Aber der dieser Ausblick. Ah ja, wenn ich mal reich bin, will ich auch mal so eine Villa haben. Suchen Sie nach allem, wo sich verwertbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise.
Und da ist sie. Keine DNS, aber... Hock hat anscheinend versucht, KGs Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Holographisches Terminal. Hier ist nichts zu finden. Ja, schade. Da vielleicht. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren. In dem Staub finden wir bestimmt Tauzellen. Möglicherweise sind sie kontaminiert. Wir sollten eine weitere Probe suchen. Und CC und die zwei noch. Gibt 1800 Credits. Ja, nice. Was gefunden? Nein, nur ein Credit. Lol. Aschenbecher. Leer. Schade. Ein Zigarettenstummel wäre zu schön gewesen. Keine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Aber für den Scanner brauchen wir mehr als das. Ja, was denn noch? Da das Bett. Keine Haare, keine Hautschuppen. Die Putzfrau muss wohl ziemlich gründlich sein. Zeit zum Aufstehen. Sorry. Das war das Schlafzimmer vom Konzept her. Aber hier fehlt ein Fernseher. Sauber. Das ist eine Pflanze. Ja, I know. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir haben es mit Wörterbüchern in 4813 Sprachen versucht. Die Recherchen über Okudas Familie haben auch nichts gebracht. Es ist unwahrscheinlich, dass wir mit dem Zufallsprinzip etwas erreichen. Wenigstens nicht zu unseren Lebzeiten. So wie die Greybox-Technologie funktioniert, könnte es sogar sein, dass der Entschlüsselungscode überhaupt kein Passwort ist. Es könnte eine Erinnerung sein, ein Gefühl oder sogar ein Geruch. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich schlage vor, beschäftigen uns mit alternativen Methoden zum Knacken der Sicherung dieser Box. Okay. Wahrscheinlich finden wir Hocks DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Das müsste ausreichen. Nichts wie raus hier. Ja gut, dann gehen wir mal. Und keiner kriegt es mit. Naja. Oh, das sind Wachen. 100 Pro, dass es hier noch Stress gibt. Das läuft viel zu gut. Moin. Alles normal hier. Ja, dann gehen wir da mal runter. Oh, was ist das? Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen. Ich stelle ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Okay. Wer verlegt denn so ein Kabel? Aber ja, okay. Wo ist es? Wo ist es? Geht noch da hinten. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Sekunde. Damit müsste die Barriere erledigt sein. Das hat keinen Alarm ausgelöst. Ich glaube, ich gehe jetzt runter, ne? Das ist doch 100 pro eine Falle. Es hat geklappt. Die Barriere ist unten. DNS-Identifizierung bestätigt. Willkommen, Mr. Rock. Passwort erforderlich. Perugia. Stimm-ID akzeptiert. Willkommen, Mr. Rock. Hey. Ich kümmere mich um die Überwachungskameras. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an. Wie willst du denn so wieder rauskommen?
doch jetzt total unnötig. Warum? Okay, na schauen wir mal wegen den Waffen. Da will ich ja tatsächlich noch was machen. Präzisionsgewehr. Mal so zurück und bei ihr können wir bei ihr noch was? Nö, kann man nicht beenden. Das ist wohl ein größerer Bunker und da fehlt was. Hey, das Ding kenne ich. Tresorraum. Sehr hübsch. Dieser Scanner spürt die Greybox auf. Sie ist ganz in der Nähe. Sollte das nicht in New York stehen? Ja, okay. Oh, die Dinger. Die haben wir ja auch gesehen. Unheimlich. Er war voll. Aller Scholli. Okay. Hat erstmal die. Hock hat wirklich Geschmack. Das muss man ihm lassen. Naja. Sieht gar nicht besonders aus. Könnte aber eins der wertvollsten Stücke hier drin sein. Turianische Kunst ist außerhalb von Pelevin sehr selten. Aus gutem Grund, würde ich sagen. Sieht aus wie eine quarianische Inschrift. Wow. Hm? Das muss ziemlich alt sein. Wann haben die Quarianer zum letzten Mal was auf einen Stein geschrieben? Ich hoffe, ich werde dem niemals begegnen. Wow. Man stelle sich vor, sowas kommt in einer dunklen Gasse auf einen zu. Nee, möchte ich nicht. Was ist das? Ein Modell der Kara. Das ist sowas wie eine turianische Titanic, habe ich gehört. Da ist sie ja. Oh mein Gott. Da ist sie. Sicher eine Falle. Bemühen Sie sich nicht, Miss Goto. Ein Codeschloss. Ich hatte schon an der Tür den Verdacht, dass Sie es sind. Und dass Sie es dann bis hierher schaffen würden, war klar. Sie kennen mich. Ich enttäusche andere nur ungern. Ich brauche den Inhalt Ihrer Greybox, Kazumi. Und Sie wissen, dass ich Sie dafür auch töten würde. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, das muss ich zugeben. Sie sind in meinen Tresorraum eingedrungen, als hätte er offen gestanden. Trotzdem werden Sie schreiend sterben. Genau wie Ihre Begleitung. Versuchen Sie es ruhig. Jetzt kommen Ihre ganz besonderen Talente ins Spiel, Shepard. Ziehen wir es durch. Ich möchte gerne mal... Ah, den Sniper habe ich ja eh. Eine andere Waffe. Und ja, das war eine Waffe. Das ist auch eine doofe Idee, also machen wir es mal mit dem da. Okay, waren das jetzt alle? Im Osten befindet sich ein Landeplatz. Nichts wie raus hier. Joker, hierher mit dem Shuttle. Sofort. Ich würde mir aber gerne noch das hier angucken. Naja, okay. Locust von Casa Fabrications untersuchen. Das ist eine Casa Locust. Nein, die Casa Locust. Die Waffe, mit der zwei Präsidenten erschossen wurden. Großartig.
Hawk hätte sicher nichts dagegen, wenn wir uns die ausborgen. Damit lässt sich was anfangen. Okay. Ich weiß nicht, ob das verwerflich ist, dass wir das jetzt nutzen. Kann ich es jetzt auch benutzen? Nein, ist nicht, oder? Ah doch, da, die Locust. Ansonsten hat hier nichts mehr Interessantes. Ja, dann Abflug. Oh, Medikit. Oh ja, bitte. Oder halt auch nicht. Okay, was können wir bei dir jetzt ändern? Ja. Und bei Shepard? Ist schon drin. Okay. Dann haben wir es jetzt also zweimal. Was ist denn das hier? Habe die Schiffe verloren. Die hat. Ach du Scheiße. Ich brauche irgendwas mit mehr Durchschlagskraft. Ist da. Und sie macht mal bitte das da. Ja. Heilung bitte. Na, das mache ich nicht. Wobei, anders als sie könnte es ja machen. Okay, nice. Wo ist der? Na komm. Ja, ich würde sagen, die Tür da. Wo ist der PDA? Ach da. Finden Sie passende Code-Segmente? Finden Sie den Code, der zu dem Code in der linken oberen Bildschirmecke passt? Und wählen Sie aus. Vermeiden Sie rote Codes. Ja, okay. Der, was zu dem da links oben passt. Okay, nochmal. Ach so, ich darf die erst gar nicht berühren. Okay, noch einmal. Okay, irgendwas mit Eimer blau. Okay. Das ist gar nicht mal so einfach. Aber dafür mal Credits kriegt. Gut, weiter geht's. Gibt's doch garantiert wieder Stress, oder? Ja, das sieht nach Stress aus. Da sind sie. Sie kommen von vorne. Da. Erstmal heilen. Ach so. Das geht erst, wenn jemand am Boden ist. Aber wie tue ich mich dann normal heilen? Kann ich das nicht? Puh. Das kann ich gerade nicht. Tarne mich! Okay. Was? Ich wollte mich doch nur umgucken. Um diese Tanks in die Luft zu jagen, brauchen wir schwereres Gerät.
Kannst du noch mal... Ja. Gesundheit. Shit. Okay. Ja, beruhig dich. Ersatzteile. Als Credits. Was genau müssen wir jetzt hier machen? Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht. Da gibt's auch noch was. Credits. Medizinkit. Das klingt spannend. Das hat gereicht. Ja, wir haben mal eine neue Tour gemacht. Lass sie nicht mit meinem Eigentum entkommen. Anlage hier. Tötet Salomon Gunn und bringt mir das Mädchen. Geh auf Hauptstation. Wir brauchen mal das hier. Shit. Wir haben nichts mehr. Gott sei Dank. Aber wir haben ein Munitionsproblem. Stressig hier. Gibt es hier noch irgendwie was zum Aufsammeln? Aber das sieht nicht so aus, ne? Puh, das ist wesentlich intensiver als der erste Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Geben Sie auf, Kasumi. Nein. Na komm. Verschwinde. Super, sehr gut gemacht. Okay, können wir jetzt von hier verschwinden? Ich mag's ja nicht. Es wird immer stressiger hier. Ausgang. Ausgang. Da oben. Medizinkit. Was bei noch Credits gibt. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ja, warum nicht? Upgrades sind immer gut. Haltet sie beschäftigt. Ich werde das selbst erledigen. Echte Idee. Sehen Sie das? Einmal das bitte. Na komm. Tarne mich. Alles gut. Nice. Sie ist echt nicht schlecht. Also sie weiß, wie kämpfen.
Okay, einfach hier wieder gehen oder was? Oh, da, PDA. Credits. Wenn es jetzt einfach gelaufen wäre, wäre es auch einfach gewesen. Ah, langweilig, Entschuldigung. Und einfach, ja. So, raus hier. Wetten, dass jetzt irgendein Kampfmonster kommt? Es hätte für das Ganze einen einfachen Weg gegeben, Gunnar. Jetzt zeige ich Ihnen den harten. Ja, oder so. Wir haben... Da kamen wir jetzt schon mehr. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Erhol dich wieder. Mach uns mal unsichtbar. Au, fuck. Ich muss mal nach vor wegen der Munition. Oh, was ist hier drin? Ah, Munition. Okay. Darf mal einsammeln hier. Wie genau willst du das machen? Geht nicht. Munitionsproblem. Wir nehmen jetzt mal das da. Munition, Munition, Munition. Habe freies Schussfeld. Los geht's. Was machst du? Alter, da bist doch kein Mensch. Andere Waffe. Achtung, Männer. Beschädigt nicht ihr hübsches Gesicht. Ja, okay, jetzt kommen die Waffen wieder. Ja.
vielleicht brauchen wir wieder Munition. Fuck, 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 fuck. Muss ich weg? Okay, erstmal wieder heilen. Und natürlich wieder die Waffe. Machen Sie mit diesem Jäger, was Sie wollen. Ich habe ein ganzes Geschwader. Nice. Das heißt, er ist jetzt dann auch fertig. Naja. Würde ich auch mal sagen. Jetzt? Ach da, unser Shuttle. Ja, stell mal weg hier. Ja, runter mit dir. Oh, da haben wir erstmal einen guten Ruf hier. Kazumi, wenn du das hier siehst, bin ich bereits tot. Die Information, die wir gefunden haben, ist hier drin. Eine Riesensache, Kazumi. Wenn der Rat jemals davon Wind bekommt, dann könnte die Allianz darin verwickelt werden. Kazumi, ich habe die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Und den Schlüssel dazu habe ich in deine Greybox eingespielt. Sich niemand das komplette Paket greifen kann. Aber wenn ich tot bin und jemand von dieser Sache erfährt, dann habe ich dich zur Zielscheibe gemacht, Schatz. Es tut mir so furchtbar leid. Keiji. Ich kenne dich, Kazumi. Du wirst diese Erinnerungen für immer behalten wollen. Aber du weißt auch ohne neurales Implantat, dass ich immer bei dir sein werde. Bitte, Kazumi, lösche diese Dateien. Das ist alles, was ich noch tun kann, um dich zu schützen. Das kann ich nicht. Sonst ist doch nichts übrig. Leb wohl, Kazumi. Ich liebe dich. Schwierig. Wieso zerstören sie die Greybox? Halten sie die Greybox? Erinnerung retten? Dilemma. Andererseits, für mich ist die Mission wichtig. Sag ich mal, behalten. Wenn es für Sie wichtig ist, behalten Sie sie. Sie müssen nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ja, das bin ich. Ich tauche unter. Niemand wird wissen, dass ich existiere. Ich glaube, das will ich. Danke, Shepard. Ja, aber du bist schon noch bei uns jetzt, oder? Wegen Untertauchen und so. Gut, also, wir haben ein paar Upgrades gekriegt. Insgesamt einen Haufen Credits. Und Kraft von Kazumi freigeschaltet. Ja, sie werfen eine Sprengladung, die desorientiert, betäubt, geringen Schaden verursacht und alles in der Nähe handlungsunfähig macht. Okay, nicht schlecht. Ja, das ist erstmal gewesen für die Folge. Wir sehen uns bei der nächsten wieder. Also, bis denn dann.